Wir haben verschiedene Spiele uns angeguckt, ja, und ich habe versucht, das so immer weiter aufzubauen, dass da immer Ideen dazukommen. Die ersten Ideen waren, dass man Minimax-Search auf dem kompletten Suchbaum macht. Das ist die Grundidee von diesen ganzen Sachen. Ja. Die erste Erkenntnis, man hat diese Zwei-Personen-Spiele und man kann einen riesigen Suchbaum aufbauen und eigentlich muss man nur in dem Suchbaum suchen und dann spielt man perfekt. Das war Tic-Tac-Toe. Im Schach ist der Suchbaum zu groß. Das heißt, man muss es irgendwie limitieren. Und um das zu limitieren, braucht man die Idee der Value Function, die einem sozusagen dann so eine Art Proxy gibt auf das Ergebnis der Partie. Ich kann nicht mehr feststellen, Schachmatt oder nicht, weil ich nicht so weit in die Zukunft gucken kann. Ich muss irgendwas anderes haben. Und so spielen wir als Menschen tatsächlich ja auch. Wir freuen uns ja auch, wenn wir eine Dame gewinnen oder sowas. So Material oder offene Turmlinie oder was weiß ich. Ne? Gut. Und dann gibt es noch Tricks, sozusagen algorithmische Tricks wie dieses Alpha-Beta-Pruning, um den Suchbaum irgendwie zu beschneiden, aber auf eine Art, sodass man nicht in Fallen gerät. Man will nichts ignorieren. Ja? Alles nicht mehr anwendbar, so ohne weiteres im Go, weil die Suchtiefe zu groß ist. Also natürlich ist es anwendbar, nur wenn man Alpha-Beta-Pruning mit Minimax-Search in Go einfach so anwendet, dann führt das halt zu einem Spieler, der halt sehr schlecht spielt. Der hat halt keine Chance gegen professionelle Go-Spieler. Da braucht man also neue Ideen. Und da ist also die Idee, dass man den Verzweigungsfaktor dieses Suchbaums halt limitiert, indem man dieses Policy-Netzwerk benutzt, was halt auf Meisterpartien erstmal trainiert ist, beziehungsweise was sich dann selber trainiert bei dem AlphaGo Zero. Ja. Und diese Value-Function, die beim Schach jetzt bei Garry Kasparov noch von Großmeistern designt wurde, nach dem Schachwissen, was man so hat, die ist halt auch durch ein neuronales Netz gelernt worden. Ja. Das ist also Schritt für Schritt, wie man diesen Suchbaum mit 10 hoch 143 Positionen sozusagen, wie man den so klein gekriegt hat, sodass man ihn irgendwie managen kann. Ja, und interessanterweise, wenn man sich ja das also anguckt, diese Bausteine, dann stellt man fest, dass die so dieses menschliche Spielen, wie man solche Spiele angeht, schon gar nicht so schlecht simulieren. Plötzlich kommen da auch so Begriffe auf wie, es gibt gute Züge, die vielversprechend sind und welche, die nicht so vielversprechend sind. Und irgendwie hat das irgendwie diese Sache gelernt. Am Ende, wissen Sie jetzt, sind das Ganze natürlich trotzdem alles nur Plus und Mal. Das ist alles nur Grundschule. Ne? Das ist also, die Berechnungen sind total einfach, die man machen muss. Aber dadurch, dass man diese einfachen Sachen wie Plus und Mal und vielleicht noch Maximum oder sowas, indem man sie halt ganz kompliziert kombiniert zu so neuronalen Netzen, kann man ein furchtbar kompliziertes Verhalten erzeugen, was sozusagen Menschen in ihren schwierigsten Spielen sozusagen schlagen können. Letzte Bemerkung, dieses AlphaGo Zero wurde dann noch in einer anderen Version erzeugt. Alpha Zero hieß das dann nur noch. Und das wurde dann auch angewandt auf Schach und auf Shogi und auf diverse andere Spiele. Und es hat sich gezeigt, der Ansatz, den man da gewählt hat, der ist auch in diesen Spielen sehr gut. Es gibt zwar immer noch so Kämpfe jetzt so bei den Computerschach-Weltmeisterschaften, ob jetzt dieses Alpha Zero, der Ansatz, der da gewählt ist, besser ist als so ein Minimax-Ansatz oder nicht. Da werden immer wieder Sachen kombiniert und es gibt auch hybride Ansätze, die versuchen, die Sachen wieder zu verbinden. Ja. Aber jedenfalls ein sehr spannendes Thema und scheinbar sind alle Probleme gelöst. Ja. Was machen jetzt die DeepMind-Leute, nachdem sie Go gelöst haben? Sie machen sowas wie Proteinfaltung oder solche Sachen, weil letztendlich das Problem, ein Protein zu falten, weiß nicht, ob wir Biologen hier haben, das ist letztendlich so ein ähnliches Suchproblem. Sie haben einen riesigen Suchbaum, Sie haben eine lange Kette mit Buchstaben, können daraus womöglich auch noch das Molekül generieren. Sie wissen aber nicht, in welchen Winkeln sich das Ganze faltet. Das kann man aber auch so auffassen wie einen riesigen Suchbaum. Ich kann halt am Anfang so falten, danach so und dann so und dann so. Da kommt was raus. Und sozusagen diese Suche auf diesem Suchbaum, die geht man natürlich jetzt heutzutage auch mit dem Markov-Chain-Tree-Search an und versucht da sozusagen Lösungen zu finden. Ja? Da gibt es auch Leute hier in Düsseldorf, die das machen. Professor Kohlmann hat da so Ansätze, ganz interessant. Das heißt also, die Erkenntnisse, die man jetzt aus diesen Spielereien gewinnt sozusagen, die führen also dann auch zu anderen, sag jetzt mal, relevanten Anwendungen, die unter Umständen die Medizin revolutioniert oder nicht.